zwischen Bistro 43 und Teekaffee. War mir ein Vergnügen. Was geht das? Ja. Toter Briefkasten für einen Käufer. USB-Stick. Gasse zwischen Bistro 43 und Teekaffee. Wir brauchen Sicht. Ghost, übernimm an den Kameras. Roger. Sehe das Ende der Gasse. Keine Spur von Conny. Die sind wohl weg. Gut. Such im Überwachungsvideo nach jemandem, der die Gasse verlässt. 07. Ist wahrscheinlich der Käufer. Oh. Gucken, ob wir erstmal zurückspulen. Hab ihn gefunden. Ja. Bleib an ihm dran, Ghost. Wir brauchen, was immer er hat. Ja. Er kommt aus der Gasse raus. Käufer ist hineingegangen. Sichtkontakt verloren. Wechsel auf eine andere Kamera. Ich kann ihn wiedersehen. Echt? Ach da. Orangene Cap. Ein Bus versperrt die Sicht. Dann such einen anderen Winkel. Siehst du das, Laswell? Ja, da. Käufer hat Bistro 43 verlassen. Geht weiter rüber. Ziel überquert die Straße. Bleib an ihm dran, Lieutenant. Wir zählen auf dich. Da links ist am Pfeiler. Ist an alle Bravo. Ziel geht in den Fußgängertunnel. Der Tunnel ist eine Sackgasse. Ein gutes Versteck für Conny. Und Makarov. Die Polizei und SFO stehen bereit. Schlage vor, wir rufen sie her. Verstanden. Alle Stationen bereit machen zum Vorstoß. Roger. Sechs unterwegs. Die Umgebung abriegeln. Der Rest kommt mit mir. Tunnel sicher. Da ist eine verschlossene Tür, die zum alten Bahnhof führt. An der Tür und bereit, sie aufzubrechen. Warum halt denn eine Shotgun? Zum Aufbrechen. Auf ihr Zeichen, Captain. Bereit. Ziehen wir es durch. Aufbrechen in 3, 2, 1. Los! Wir gehen rein. Oha, es ist dunkel. Wir haben keine... Das Wolf ist sind drin. Verstanden. Findet den Käufer und sicher den Stick, John. Und gut dunkel. Kontakt! Kontakt! Здесь противник! Wollt ihr den jetzt hinterherlaufen? Okay. Nein. Okay. Ich dachte, ich kam mit ihm. Oh, ich dachte, das wäre der Käufer, deswegen habe ich erstmal nicht geschossen, aber nee, Rüdiger. Okay. Deswegen auch die Shotgun. Na gut, das macht. Gesichert. Drücke vor. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Habt ihr irgendwas Gescheites? Ah, G36. Besser als nichts. Ach da! Ah, G36, besser als eine Shotgun. Interessant, dass die wirklich Holger, ne, heißen. Also die G36 als Holger genannt haben. Ich würde die ganz genau hacken. Oder so. Die machen halt natürlich ihr eigenes Geschütz denn kaputt. Naja, gut. Soll jetzt nicht uns großartig stören. Da hinten haben wir nochmal ein Geschütz. Ah, den haben wir auch. So, oh, oh. Ach, komm schon. Gut, eigentlich können die Mates auch mal ein bisschen machen. Naja, guck mal. Da haben wir nochmal ein bisschen... Ah, Panzerplatten. Die wir mitnehmen können. Können wir auf jeden Fall uns nochmal ein bisschen aufstocken. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht hoch. Nee, natürlich nicht. Nein, guess. Halten wir einfach mal. Oha, nehmen wir ordentlich rein. Wir könnten Rauch einsetzen, rein theoretisch. Mal gucken, ob das doch funktioniert. Zack. Schmeißen einfach mal pro forma. Ja, gut. Ich glaube, das hat nicht so ganz funktioniert, was ich wollte. Hoppala! So, das Ding ist kaputt. Ich dachte eigentlich, dass ich das Geschütz vielleicht treffe, aber nee. Gut, das war halt auch wirklich nur Pi mal Daumen geworfen. Also nicht großartig irgendwas. Oh, Shotgun. Ah,
Na komm her, zeig deinen Kopf. Und deswegen hat man halt immer eine Backup. Schuss bereit. Sicher. Und da haben wir es. Conny-Käufer ist tot. Findet den USB-Stick. Es muss Informationen auf dem Laptop geben. USB-Stick erlangt. Was drauf war, wurde ins Zugnetzwerk des Bahnhofs hochgeladen. Ein Trojaner. Conny hat Kontrolle über die Züge. Noch was. Die Gesichtserkennung fand das. Vor 10 Minuten eingestiegen. Makarov. In einem Zug voller Zivilisten. Geiseln. Opfer. Der Tunnel ist 500 Fuß tief und 30 Meilen lang. Es befinden sich dort zu jeder Zeit Tausende von Menschen, Bravo. Er will die Züge einschließen. Und den Tunnel zerstören. Wir haben keinen Beweis. Noch nicht. Makarovs Zug hielt nach 20 Meilen an einer Gleiskreuzung. Ich fordere von SFO ein zweites Team an. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Wir nehmen den Wartungstunnel. Los jetzt. Bevor es zu spät ist. Price. Zu Ihren Diensten. Die Hälfte von Ihnen folgt dem Lieutenant. Der Rest kommt mit mir. Von mir! Alles klar, bleibt zusammen. Tut, was ich sage. Machen wir uns an die Türen, okay? Sechs und Watcher sind am Ziel. Holen Makarov. Verstanden. Schnapp ihn dir, John. Der Bastard gibt nicht kampflos auf. Ja, wir aber auch nicht, Sonnenschein. Hm? Na los. SFO-Team in Position. UMP und eine Hybridwaffe. Ja. Okay. Watcher, wenn Makarov die Züge kontrolliert, können wir wieder Zugriff erlangen. Wir arbeiten an ihrer Firewall. Die Hackerin war gut. Conny voraus. Sie haben uns nicht bemerkt. Lassen wir es dabei, ja? Ja, ich würde ganz gerne nämlich außen. Ja, aber der ist außenrum hier an der Seite halt. Sie bauen ein Geschütz auf. Das lassen wir nicht zu. Ist da noch einer drin? Da kommt doch ein Zug. Ja gut. So, das passt. Okay. Okay, der stand halt so, dass ich ihn nicht gesehen habe. Sechs an Watcher. Zugtunnel gesichert. Weiter zur Gleis. An alle Bravo. 07 hier. Stehe unter Beschuss. Conny hat Geiseln. Rettet sich 7. Wir arbeiten daran, 6. Watcher, wir sehen tote Zivilisten. Das könnten die ersten von vielen sein, Bravo. Wenn wir Makarov nicht stoppen. Das stimmt wohl. Oh, wir sind auf jeden Fall. Geiseln im nächsten Raum. Vorsicht beim Feuern. Verstanden. Ja. Есть отличный способ заставить его заткнуться. А что, это мысль? Nein! Nein, bitte! Hoffe mal, dass ich in eine gute Position reinkomme. Garage sicher. So, das passt. Sehr schön. Keine Verluste. Bring sie in Sicherheit. Sauber ausgeschaltet. Hier sieht man eins. Wir sind jetzt an der Gleiskreuzung, Watcher. Das ist Makarovs letzte bekannte Position, 6. Aufpassen. Bereit machen. Makarov könnte hinter diesen Türen sein. Auf dein Zeichen. Und dann öffnen wir das Ding. Rücke vor. Das sind jetzt nur 2, 4. Okay. Dafür kann ich nix. Da kommt einfach mal ein Zug. Auf die Züge aufpassen. Rücken vor, geben Deckung. Gut, da die uns ja jetzt eh schon mitgekriegt haben. Ach, Farmersgeschütz. Farmersgeschütz, ja, genau. Der Typ von 90. Farmersverschnitt, wollte ich eigentlich gerade sagen. Ach, schade. Ich habe zu spät gesehen, dass da unten aufgeleuchtet ist. Hier, pass auf, du solltest mal Panzerplatten nachlegen. Ja. So. Der geht drauf.
Kann ich mich auch hier hingucken? Einigermaßen verstecken? Ja. Tatsächlich ist es okay. Irgendwie mag ich auch gerade die UMP. Oh. Bedeutend lieber als die Typ 95. Mit dem Burst. Irgendwie. Wenn man denn treffen würde, bin ich irgendwie in der Time to Kill bedeutend besser. Oh, da haben wir nochmal einen. Oh, erstmal schön hier hinter der Deckung, wo ich eben gerade war. Lieutenant Colonel, Captain. Rücken den Bahntunnel vor. Hier sind verletzte Zivilisten. Feinden mangelt es auch nicht. Verstanden. Wir rücken vor. Akarov muss in der Nähe. Da können wir auf jeden Fall mal den kaputt machen. Ist ja dann doch ein bisschen durchschlagskräftiger eine Kaliber 556 als eine 9mm. Was die UMP ja ist. Feinde voraus. Stoßen wir vor und erledigen sie. Als ob. Och Mann. Ich bin nur noch auf. Naja, so halb zumindest. Dachte, ich kann mich da noch vorbeiquetschen, aber nein. So, da wir ja wissen, dass das nicht. Anders geht, dass man es halt machen muss. Ja, dass man halt. Ja, weswegen auch immer entdeckt wird, was ich wirklich schade finde, weil deckungstechnisch würde es halt auch echt gut möglich sein, da ja, lautlose Kills mehr oder minder zu machen. Weil man ja halt auch UMP immer noch hat mit Schalldämpfer. So. Immerhin. Bis jetzt nur eine Platte weg. Der braucht. Soweit, so gut. Na komm. Tot. Da hinten ist nochmal einer runtergesprungen. Kann ich das? Ich weiß nicht. Ja, da springt er halt rüber. Okay. Ich da. Na doch. Nee, oder auch nicht. Leider nicht. Schade. Ich dachte eigentlich, dass ich mich, ja, oben drauf stellen kann. Und von dort aus dann. Oh. Ich laufe in die Granate rein. Dass ich dann halt praktisch. Ja, so durch einen kleinen Gap, so wie ihr gerade gesehen habt, irgendwie die Dinge jetzt kaputt machen kann, aber nein. Leider nicht der Fall gewesen. Alter. Sind das mehr geworden? So. Panzer noch, Panzerplatte noch mal hinter rein. So, dann warten wir noch mal einen Zug ab. Na gut, können wir auch so reinheizen. So. Zivilisten. Feinden mangelt es auch nicht. Verstanden. Wir rücken vor. Ah, okay. Muss in der Nähe sein. So, jetzt sollte es eigentlich genug sein. Komm ich oben lang? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Weiter, lasst uns zusammenbleiben. So? Na gut, das sollte in der Hoffnung so relativ gut funktionieren oder auch nicht. Okay, eher weniger. Cool. Okay. Und dann kommt der. Und dann kommt ein normaler Fußsoldat und macht mich kalt.
So, nichtsdestotrotz. Ja, passt schon. So.